Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Wer wagt, gewinnt. Wer wagt, geht ein Risiko ein. Und es ist dem Risiko immanent, dass man dabei gewinnen kann oder verlieren. Deshalb ist dieser Satz, wer wagt, gewinnt, eine Aufforderung, Dinge zu tun, die man sonst gar nicht tun würde. Wer wagt, geht immer ein großes Risiko ein. Allerdings, wer gar nichts wagt, der kommt auch nicht voran. Nicht? Man muss schon wagen, aber es ist nicht gesagt und nicht garantiert, dass man dann auch gewinnt.